Buckbeat hieß unser Kinotipp der letzten Woche. Der Film spielte in den frühen 60ern, als die Beatles damit beschäftigt waren, die Popmusik für immer zu verändern. Passend zum Film wollen wir den Beatles eine zweiteilige Pop-History widmen. Denn wer will ernsthaft behaupten, dass man die wohl bekannteste Band der Welt in nur ein paar Minuten abhandeln kann? Also, Bühne frei für John, Paul, George und Ringo. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr brachten es von Straßenjungen aus Liverpool zur erfolgreichsten Band der Popgeschichte. Bis heute verkauften sie mehr als 1 Milliarde Schallplatten und schrieben Dutzende weltbekannter Hits. Ihre unvergleichliche Laufbahn begann im Jahre 1960. Wir blicken zurück. Im Hamburger Stadion. Für unseren ersten Auftritt bekamen wir nicht Geld, sondern Cola. Wir durften trinken, so viel wir wollten. Und wir hatten großen Durst. Die durstigen Zeiten waren sehr bald vorbei. Mit neuer Frisur, dem weltberühmten Pilzkopfschnitt und der Single Please, Please Me eroberten die vier Anfang 63 die Spitzenposition der englischen Charts. Zu diesem Zeitpunkt waren John, Paul, George und Ringo im Schnitt gerade mal 20 Jahre alt. Mit ihrem jugendlichen Charme begeisterten die verspielten Jungs jeden, der ihren Weg kreuzte. Ihr Mersey Beat, so nannte man den fröhlichen Sound, stieß in dieser frühen Phase aber manchmal noch auf verständnislose Ohren. Ich kam auf recht ungewöhnliche Weise mit den Beatles zusammen. Ihr Manager Brian Epstein kam eines Tages in mein Büro und spielte mir ein Demo-Tape vor. Ich fand es nicht besonders gut. Ich sagte ihm, ich müsse die Band live sehen, um sie besser beurteilen zu können. Als die Jungs schließlich von Liverpool zu mir nach London kamen, war ich hin und weg. Das Jahr 1963 bedeutete für die Pilzköpfe in England mehr als nur den Durchbruch. Das geniale Songschreiber-Duo Lennon-McCartney sorgte mit einer Reihe hochkarätiger Ohrwürmer für eine wahre Hysterie unter den britischen Jugendlichen. Ein Phänomen, das seit dieser Zeit als Beatlemania bezeichnet wird. Fans konnten sich mit den unverblümten Songtexten des Superquartetts bestens identifizieren. Nummer 1 Platzierung für die Singles She Loves You und I Want to Hold Your Hand überraschten niemanden mehr. Die Liverpooler wollten nun auch das Ausland mit dem Beatles-Fieber anstecken. Es gelang mühelos. Während die vier erfolgreich in Frankreich tourten, erfuhren sie, dass I Want to Hold Your Hand den ersten Platz der US-Charts erreicht hatte. Auf der anschließenden US-Tour wurden die Pilzköpfe empfangen wie noch niemand zuvor. Ladies and gentlemen, here are the Beatles. Im April 1964 gelang den Beatles ein einzigartiger Geniestreich. Mit 5 Singles belegten sie gleichzeitig die ersten 5 Plätze der US-Charts, darunter auch Twist and Shout. Nach den Auftritten in Amerika machten die Fab Four zum ersten Mal nach vielen Monaten Urlaub. Florida war der richtige Ort zum Abschalten. Hier sammelten die frisch gebackenen Weltstars neue Inspirationen für weitere Megahits.
Ich weiß selbst nicht, woher diese Inspiration kommt. Vielleicht aus dem ganz normalen Alltag. Man sieht einen Film oder hört Radio. Ich gehe nicht etwa hinaus in die Felder. Ich sitze einfach vor dem Klavier oder an der Gitarre und hoffe, dass mir etwas einfällt. Und wenn ich Glück habe, dann passiert es. And it's a song with featuring just Paul, and it's called Yesterday. Yesterday, all my troubles seem so far away. Der McCartney-Song Yesterday aus dem Jahre 1965 ist wohl das bekannteste Lied der Rockgeschichte. An die 2000 Mal wurde das Stück bis heute gecovert. Suddenly. Eines Morgens wachte ich auf und hatte die Melodie von Yesterday im Kopf. Ich suchte sofort nach einem passenden Text. Der erste, der mir einfiel, war folgender. Zu Deutsch, Rühreier, oh Süße, ich liebe deine Beine. Musikfilme wie Help ließen die Euphorie um die Band weitersteigen. Alles drehte sich um die Beatles. Im Oktober 65 verlieh Queen Elizabeth dem Quartett sogar einen Orden. Wir sind populärer als Jesus, verkündete John Lennon in einem Interview und entfachte damit große Empörung unter vielen Gläubigen. Der Spielfreude der Band tat das keinen Abbruch. Der Reifeprozess, den die Engländer über die Jahre durchmachten, wirkte sich immer auf ihre Musik aus. Nach Rubber Soul bedeutete das 66er-Album Revolver mit Songs wie Yellow Submarine einen deutlichen Einschnitt. Die Beatles experimentierten fortan mit anderen Musikrichtungen und psychedelischen Klängen. In wenigen Minuten bei Bravo TV, die Beatles. Unsere History befasst sich mit der Musik und dem Leben der Fab Four in den Jahren 67 bis 70. Ihr habt sie schon in der vergangenen Woche gesehen. Wir rollen die Geschichte der Beatles auf. Was bisher geschah? Die vier aus Liverpool verbringen abenteuerliche Lehrjahre in Hamburg. Mit Please Please Me haben sie ihren ersten Nummer 1-Hit in England. Bald werden die Fantastischen Vier auf Schritt und Tritt von Fans und Fotografen verfolgt. Die Beatlemania breitet sich nach Amerika aus. Paul McCartney singt Yesterday. Und wie es mit den Beatles weitergeht, das seht ihr jetzt. Mit dem Jahr 1967 begann für die Beatles eine völlig neue musikalische Epoche. Der unbeschwerte Sound der frühen Jahre wich nun komplizierteren Songstrukturen. Die kreativen Vier schrieben vor allem in dieser Zeit Meisterwerke, die die Popwelt nachhaltig beeinflussten. Die Melodien und Texte des Quartetts wurden immer psychedelischer. Die Single Strawberry Fields Forever, zu Deutsch Erdbeerfelder für die Ewigkeit, läutete eine Reihe bizarrer Texte ein. Auch musikalisch zeigten sich die Fab Four experimentierfreudig. Wir probierten die verschiedensten Musikstile aus. Blues, Country und Western, Pop, orientalische und asiatische Klänge. Von sanften Balladen bis hin zu pompösen Glamour-Songs. Wir ließen nichts unversucht. Das legendäre Album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band enthält viele dieser Stile und bildet trotzdem eine geniale Einheit. Die Platte wird heute als einer der großen Meilensteine der Popmusik angesehen. 1967 war auch das Jahr der Droge LSD, die damals noch als unbedenklich galt. Das Halluzinogen entfachte eine große Begeisterungswelle für skurrile Bilder und ebensolche Songs. Live konnten die Beatles ihre neuen Stücke nicht mehr präsentieren. Viele Lieder waren von Einspielungen unterlegt oder vom Orchester begleitet. Eines Tages wird man die Beatles wahrscheinlich genauso ernst nehmen wie Mozart oder Beethoven. Für uns war dieser Gedanke aber nie von großer Bedeutung. Ich denke, wir haben gute Melodien und auch ein paar interessante Texte geschrieben. Und nur das war immer unser Ziel. Manager Brian Epstein im August 67 starb, nahmen die Beatles ihre Geschäfte selbst in die Hand. Der surreale Song I Am The Walrus reihte sich kurz darauf nahtlos in die Hitserie der Vier ein. Doch die begnadeten Musiker erwiesen sich als schlechte Geschäftsmänner. Finanzielle Verluste führten zu Streitereien. Der Film Magical Mystery Tour erntete obendrein schlechte Kritiken. Zum ersten Mal in der Bandgeschichte kamen Trennungsgerüchte auf.
Und die großen vier zerbrachen sich den Kopf über ihre Zukunft. Ich würde unseren Riesenerfolg mit einem Flug zum Mond vergleichen. Man sieht die Welt aus einer ganz neuen Perspektive. Alles ist unglaublich toll und aufregend. Aber bald stellt sich die Frage, was kommt danach? Es gibt nicht gerade viele Dinge, die so großartig sind wie ein Flug zum Mond. John, Paul, George und Ringo sich eine Zeit lang ihren Soloprojekten gewidmet hatten, gelang ihnen Mitte 68 mit Hey Jude ein weiterer Superhit. Auch das Liebesglück winkte. John heiratete Yoko Ono, George wurde mit Patty glücklich, Ringo ehelichte Maureen und... Der letzte Beatle ist nun auch unter der Haube. Paul McCartney heiratete die Kodak-Erbin Linda Eastman. In London wurde wieder einmal, unter Protest und Tränen der weiblichen Fans, ein Idol zu Grabe getragen, auch wenn sich dies höchst lebendig anschickte, ein neues Leben zu beginnen. Das frische Eheglück konnte die bandinternen Konflikte nicht beheben. Im Gegenteil, Paul verstand sich nicht mit Johns Frau Yoko. Spannungen verursachte auch George, der mehr Songbeteiligung wollte. Der wachsende Druck nahm mehr und mehr Überhand. Dieser Gig auf einem Hochhaus in London war der letzte Beatles-Auftritt überhaupt. Die Platten Abbey Road und Let It Be beendeten schließlich die einzigartige Karriere der Band. Am 10. April 1970 gaben die Beatles ihren geschäftlichen, musikalischen und persönlichen Differenzen nach. Durch die Trennung wurde die Geschichte der Beatles nicht etwa beendet. Ich glaube, sie wird sich endlos fortsetzen. Vor zwei Jahren war zum Beispiel Sgt. Pepper wieder in den Top 20, wegen des 25-jährigen Jubiläums der Platte. Ich weiß wirklich nicht warum, aber es geht immer weiter. Jeder der vier widmete sich nach der Trennung neuen musikalischen Projekten. John Lennon schrieb Riesenhits wie Give Peace a Chance und Imagine. Seine Karriere fand am 8. Dezember 1980 jedoch ein jähes Ende. Er wurde vor seinem Haus in New York erschossen. Paul gründete die Wings und schrieb weitere Welthits. Nebenbei nahm er auch Songs mit anderen Künstlern auf, wie Say 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 mit Michael Jackson. George feierte mit den Traveling Wilburys große Erfolge und geht noch heute solo auf Tournee. Auch Ringo schreibt noch Hits, doch die meisten Leute interessiert vor allem, wann er, George und Paul wieder zusammenspielen. Die Beatles werden nie wieder zusammenkommen, denn John kann man nicht ersetzen. Vielleicht werden George, Ringo und ich mal wieder ein paar Songs zusammen aufnehmen. Das wäre ein möglicher Schritt, aber nicht als Beatles.